Meine Lieben, da sind wir. Heute ist Donnerstag und Donnerstag ist Dachtag. Und eine kleine Runde sind wir heute. Eine ganz kleine Runde. Und wer das ist, das zeige ich euch gleich. Denn in wenigen Sekunden geht's los. El Día del Techo. El Día del Techo, ganz genau. So, meine Lieben, da sind wir. Ja, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft. Hier ist der Dachtag. Heute ist der dritte, vierte, sechste, glaube ich, ne? Fünfte. Der fünfte schon? Ach, die Zeit verrennt, das ist ja Wahnsinn. Heute ist nicht Mittwoch, heute ist Donnerstag. Ja, das ist der sechste. Sechste, ist schon der sechste, meine Lieben. Ja, wir kommen da immer schnell durcheinander. Um diese Uhrzeit sagt man übrigens auf der Insel Buenas Tardes. Ihr wisst ja vielleicht, wir sind in Campicafort, das ist Spanisch. Und Buenas Tardes auf Deutsch heißt? Schönen guten Nachmittag. Glück auf zu sehen. Richtig. Und auf Holländisch? Heel goede middag. Ja, heel goede middag. Ja, genau so. Ja, meine Lieben, heute ganz kleine Runde. Ich möchte euch gerne sagen, wer da ist. Wir haben, ja, darf man das sagen, mal einen Ehrengast? Kannst du so sagen, ja. Wir haben nur wenige VIPs, aber das ist einer davon. Meine Lieben, Florian ist da, nach 6 Jahren endlich mal wieder auf der Insel. Florian und ich sind eigentlich ganz gut befreundet. Ja. Und wir haben auch schon viel Dummheiten zusammen gemacht. Der Florian war früher der Techniker vom Inselradio. Und wir haben das ein oder andere Video schon zusammen gemacht. Unter anderem die Antennen müssen verrückt sein. Da bin ich einmal mit Florian, habe ich einmal seinen Tagesablauf mitverfolgt. Da waren wir da hinten in Alcudia oben auf dem Antennenberg. Und Florian hatte seine Messgeräte dabei und musste die Frequenzen testen fürs Inselradio, ob das alles in Ordnung ist. Ja, nun ist er wieder da. Flo, erzähl mal. Ja, was soll ich erzählen? Ja, stell mir Fragen. Ich stell dir Fragen. Du hattest ja den Plan, nach Australien zu gehen. Und? Zum Urlaub machen tue ich das noch immer. Ja, und meine Firma läuft da unten auch. Du hast da Verbindungen und hast da auch geschäftliche Aktivitäten. Genau. Aber jetzt im Moment bist du in Deutschland. Du hast in Deutschland einen Job? Genau. Ich arbeite für die Regiocast mit einem Haufen von Radiosendern. Ich weiß nicht, Radio Bob, wer Rockmusik hört, das gehört zu uns. Okay. Sehr gut. Okay. Ja, wenn das jetzt Kacke wäre, könntest du jetzt gleich hier Watschen verteilen. Genau, gleich einmal rüberwerfen und springen ins Wasser wieder. Ja, ja, was ist dein Job? Machst du wieder dasselbe in ungefähr? Oder? Genau, ich mache wieder die Technik, sorge dafür, dass von den Studios bis zum Sendemast alles funktioniert. Okay. Und macht Spaß. Ja, nur das Klima ist ein bisschen kälter. Ja, ich wollte jetzt gerade mal sagen, also der Unterschied zu hier und zu Deutschland, da fällt uns ja als erstes mal das Wetter ins Auge. Ja. Aber man kann nicht alles haben. Leider nicht. Du bist weg, weil das Angebot einfach besser war oder, ja, oder weil die Aufgabe interessanter war? Muss man halt zugeben, aufgrund des Geldes auch. Ne? Oh, okay, also. Okay. Aber sonst der Aufgabenbereich, du bist halt technisch versiert, technisch interessiert. Genau. Der Umfang ist der gleiche geblieben, ein bisschen mehr ist dazugekommen technisch. Ja. Auch mit DAB Plus, mit dem Digitalradio in Deutschland. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das teilweise ein ganz schöner Aufwand ist, dass die Sendung vom Studio dann irgendwann den Hörer, den Zuhörer erreicht. Das Gute ist, in Deutschland funktioniert das eigentlich alles sehr gut. Ja. Also da gab es hier mehr Probleme. Ah, gab es hier mehr Probleme, tatsächlich. Ja. Ja, cool. Wie lange bist du? Wie lange ich hier auf Mallorca bin? Bis morgen. Ah, bis morgen. Ach, das waren ja nur 5 Tage. Genau, Freitag geht es wieder gemütlich zurück. Du bist mit deinem Brüderchen hier? Genau, der liegt gerade am Strand oder ja, ist im Wasser. Ja, natürlich, ja, was soll das? Der muss das Wetter genießen. Ja, cool. Trotzdem, Dankeschön für die Zeit, die du eben für uns hattest. Ja, bitte, bitte. Sehr interessant. Steht das für dich nochmal irgendwie
irgendwo geschrieben, dass vielleicht doch nochmal wieder irgendwann Mallorca wird, Campica Fort, Alcudia, so der Norden, der hohe Norden. Ja, ich darf mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin am Überlegen, in den nächsten 3 bis 5 Jahren hier vielleicht ein Haus zu kaufen. Ja. Ah, okay. Ah, dann muss der Job ja doch recht gut sein, ne? Ja, definitiv. Ja, ja. Beeilen mit dem Kaufen, die Preise steigen. Die Preise steigen, ja. Die Preise steigen. Ja, cool. Ja, Flo, dann wir wollen gleich nach den Bildern der Woche, kannst du noch mal eben deine Leute grüßen, wenn du Lust hast. Wenn du mal das Mikro eben geben würdest an ja, Jan. Dann mache ich das hier ab. Das wäre super. Jan, mein Lieber. Ja. Schön, dass du es wieder geschafft hast. Ja, war schwitzen, aber ich bin da. Wie war die Woche? Hammer. Die ja? Woche. Läuft das? Ja, es läuft. Warte mal. Ja, es läuft. Ja, ja, es läuft. Ich meine, ja. Bis jetzt war die Woche schön. Entschuldigung, mein Wo ist denn meine Brille hier? Was ist denn mit der Feuerwehr im Moment? Ständig fährt die Feuerwehr hier. Und die Dings gestern. Nee, es läuft nicht. Doch, doch, es läuft. Da oben läuft doch die Zahl, ne? Doch, die Zahl läuft oben. Jetzt kannst du auf Jan halten. Alles gut. Das sind jetzt keine Outtakes, das lassen wir einfach drin. So, Jan, mein Lieber. Ja, es läuft. Die technischen Probleme haben uns wieder mal dazwischen gefunkt. Es läuft. Erzähl mal, wie war die Woche? Die Woche, Außer Wiener Schnitzel gerade eben. Nee, was war das? Zigeunerschnitzel. Zigeunerschnitzel, da war mir. Was? Da darf man nicht mehr sagen. Ach, das darf man nicht mehr sagen. Nee. Stimmt, ja, habe ich vergessen. Entschuldigung. Wie sagt man denn jetzt? Schnitzel mit Migrationshintergrund. Ach, so heißt das. Lass das einfach auf Spanisch, dann gibt es ja. Keine Probleme. Ja, stimmt. Escalope. Escalope à la Gitana. Aber jedenfalls, den konnte man essen. Da war Aubergine drauf, aber das ist nicht so meine Sache. Aber du trinkst doch auch Smoothies, oder? Ja, ich musste mal eben ein Bier trinken, yes, weil Gerstensmoothie. Die sind so dick, die Smoothies, ja. Weißt du? Cheers. Und da muss man mal ein bisschen spülen. Ja, und wir haben jetzt schönes Wetter, richtig schön warm. Hast du mit Frauchen telefoniert? Ja, natürlich. Alles in Ordnung zu Hause? Alles in Ordnung. Ja. Darfst du noch bleiben? Hier? Ja? Ich muss. Du musst. Du musst ja die 3 Wochen abwohnen irgendwie, ne? Genau. Ja, genau. Und heute habe ich mir auch gedacht, ich ziehe mir mal was Lockeres an. Ja, sieht gut aus. Vögel, ja, ja. Mit zum Vögeln. Mit nee? Ja, alles gut. Ja. Ja. Denk dran, das ist Dachtag, das ist nicht YouPorn. Da habe ich auch nicht weitergeredet. Ja, ja, gut. Nee? Gut. Ja. Ja, Samstag waren wir bei dir zu Besuch im Hotel. Da haben wir nämlich unseren Brunch gehabt. Du bist leider schon Freitag weg. Aber Samstagvormittag ist jetzt neuerdings immer unser Brunch. Das machen wir seit letztem Jahr. Das ist ein sehr schönes Treffen. Ja, war gut. Ja, und gemütlich. Ich habe das schon geschrieben. Also, was Antonia da für 9 Euro auf die Beine stellt für uns, das ist schon, ist schon mit Lachs und mit allem drum und dran. Ich hab auch speziell tippitoppi gewartet. Ja. Ich bin ja in Galaxie, ja. Ja, ich weiß, du wohnst und da. Und ich hatte einen Hunger. Ich denke, wann kommen die jetzt? Aber da war ich bin extra wegen dir eine halbe Stunde eher gekommen. Gut. Also anwesend gewesen. Das finde ich loyal. Zu dir erschienen, sozusagen, ja. Ja, cool. Jetzt hast du noch eine Woche, ne? 2. Noch 2 Wochen. Haben wir noch 2 Dachtage? Nee, noch einen, glaube ich. Einen noch. Ne? Plan für die Woche, die jetzt kommt? Hast du einen Plan? Ich habe noch nie einen Plan gehabt. Nicht? Ja, okay. Ja. Ja. Sonst kommt, so es geht. Was soll man dazu sagen? Ja. Ne? Ja, gut, okay. Du lebst in den Tag hinein, sozusagen. Kann man sagen, ja. Ja. Fahrradfahren? Kann ich nicht mehr, mein Knie. Ah, okay. Schwimmen? Ich habe Wasserangst. Ja, gut. Nee, ich schwimme im Pool, nicht da, ja, aber im Pool. Ja. Ich weiß auch immer gerne, was unter mir ist. Mhm. Bisschen am Strand liegen geht aber, oder? Nee, mache ich auch nicht. Oh, nee, ist zu sonnig oder was? Ich gehe nicht so gerne in die Sonne. Okay. Gut. Wir werden auf jeden Fall, wenn du nächste Woche nochmal Lust hast, kommst du nochmal vorbei. Dann werden wir nochmal erzählen, was deine gewaltige Woche so an Inhalt hatte. Was du alles so Schönes angestellt hast. Du hast ein Video geschickt, wo die Bande da, die Trommler, durchs Dorf gefahren sind. Ja, mit der eben vorbei. Kommt gleich in den Bildern der Woche. Wir nennen das, mach mal lauter. Ja, mach mal lauter. Mach mal lauter, ja. Aber die waren mach mal lauter. 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 Ja, gut. Gut. Ja, Jan, dann schönen Dank. Denk mal dran, dass du die Vera grüßt, wenn ihr telefoniert von mir. Mach ich. Ganz herzlich. Ja. Und jetzt kannst du mal eben, ihr könnt mal tauschen, ihr beide. Ja. Der Reviersteiger nimmt mal das Mikrofon und du nimmst mal die Kamera. Was hältst du davon? Ich finde es okay. Gute Idee, oder? Nicht oben drauf drücken. Nee, ist eine gute Idee. Ja. Ich schneide das sowieso nachher ein bisschen zurecht. Also von daher ist das kein Problem. So, Herr Andi. Glück auf zusammen. Ja. Manni. Auf. Wo ist deine Holde?
Ja, die lässt sich entschuldigen, aber... Wegen? Ja, als mal wieder die Sonnenallergie verteilt wurde, hat Bibi hier geschrien, ne? Und erste Mal im Leben Sonnenallergie und das ist juckt wie die Pässe. Das ist ja heute auf dem Dach auch egal, Schatten, nein, nee. Hat die doch sonst nicht gehabt, oder? Nee, noch nie. Das ist das erste Mal im Leben. Ja, ja. Da musste Mädchen so alt werden, um eine Sonnenallergie zu kriegen. Aber heißer, mein Gott, Lebensmittelvergiftung ist schlimmer. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Nee, alles gut. Alles gut. Jo. Was habt ihr gemacht die Woche jetzt? Nix. Nix. Wir waren lecker. Ja, wir haben das Video angefangen. Ja, wir haben das Video angefangen. Das war dann leider zu Ende, weil die Dönerbude zu hatte. Wir wollten Döner essen, wie letztes Jahr. Ihr erinnert euch vielleicht. Aber wir waren ja dann noch. Diesmal war es andersrum. Diesmal bin ich gefahren und du hast gefilmt. Jo. Und ach, ich pack das Video einfach mit rein. Ja, scheißegal. Ja, dann standen wir vor der geschlossenen Dönerbude und keiner wusste wieso. Wir waren aber dann noch an der alten Mauer. An der alten Mauer und haben lecker Pizza gegessen. Pizza, ja, war cool. War gut, ja. Naja, ja. Also, wir haben jetzt festgestellt, also immer die gleiche Scheiße. Jeden Tag hast du Sonne hier. Ja. Dann gehst du über die Promenade, wirst von 1000 Leuten angequatscht, ja, weil du so viele Leute hier kennst. Ja. Ne, und du kennst hier auch sonst alles, weißt nicht mehr, wo du hinfahren sollst. Und deswegen haben wir jetzt auch beschlossen, dass wir nie mehr woanders hinfahren. Das ist vernünftig. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, du findest immer, ein Freund triffst du nicht. Doch, Jan auch. Sein Ende der Aufnahme. Nein, Jan wäre egal, ob Arnings, kannst ja nennen, wen du willst. Ja, das stimmt wohl. Irgendeinen triffst du immer, das macht so viel Spaß ja, hier. Ja, auch wenn du alles kennst und weißt nicht mehr, wo du hinfahren sollst. Ne? Immer wieder toll. Das stimmt wohl. Ja. Da hast du recht. Warum wolltest du dann woanders hinfahren? Woanders ist auch scheiße. Aber Bibi hat übrigens gesagt, was war das mit der Pizza? Sie hat gesagt, der Belag von hier, von irgendeiner Bude. Nee, Der Belag von da. Nee, der Teich von da. Der Teich, wo wir jetzt waren? Ja, genau. Und der Belag von Wozuwa. Ach, von Wozuwa, ja, genau. Das wäre eine geile Kombi. Das wäre die perfekte Pizza gewesen. Ne? Aber ja. der Boden ist wirklich fantastisch, den er da macht. Ja. Eine der besten Pizzen, die ich je gegessen habe. Ja, das stimmt wohl. Das ist richtig. Und dann noch ein deutscher Pizza. Und dann noch 7 Euro. Nur für sieben, also jede Euro, Pizza 7 Euro. Da findet sich hier nichts, du im Dorf. Nee. Ja, Freitag. Freitag ist der Arsch ab. Jo, Gott sei Dank, dann können die Kreissäge wieder laufen. Ja, dann kannst du wieder für die Nachbarn arbeiten. Ja, muss sein. Ja. Nee. Wir kommen ja bald wieder. Ist egal. Okay. Jo. Nee. Na gut, ja, von dir gibt es auch ein Video jetzt. Echt? Das hat keiner verstanden, außer du selber wahrscheinlich. Meine Lieben, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal eben zu den Bildern der Woche. Ist nicht viel. Ich war nicht viel unterwegs. Es hat schon wieder gebrannt in der Albufera und als ich los wollte, stellten die Flieger gerade ihren Flugverkehr ein, da war das gerade gelöscht, war ich etwas zu spät. Aber ich habe für euch eine Runde gemacht durchs Dorf. Dann gibt es heute einmal Sapobla, eine Abendstimmung. Ich bin durch Sapobla gefahren, habe euch Bilder mitgebracht. Der versprochene Airport-Report vom letzten Mal kommt dieses Mal. Den habe ich letztes Mal einfach vergessen reinzuhängen. Das kommt dann diesmal. Ja, dann haben wir was vom Reviersteiger, es gibt was vom Püppchen, es gibt was von Jan. Schaut einfach mal rein, viel Spaß bei den Bildern der Woche. Und danach kommen wir gleich nochmal wieder und winken auf Wiedersehen. Bis gleich.
Wetter hier. Übrigens, wenn du Wellen haben willst, dann musst du nach Palma fahren zum Aquapark, die haben Wellenbad.
Hola amigos, we love Campica Ford family. Wir sind hier Maria, Rita, Guillaume unterwegs in Europa. Jetzt bin ich angereift. Mit Schiff von Mallorca nach Barcelona, Barcelona nach die Grenze von Spanien, Frankreich und nachher nach Deutschland. Nachher nach Deutschland, hier nach Switzerland und wieder zurück Spanien. Diese erste große Fahrt, Urlaub, ist ungefähr 15, 20 Tage und ist fantastisch. Jeden Tag ungefähr 300 Kilometer. 320, ungefähr 300. Und nachher machen Pause und mit Fahrrad kennen die Area. Und nächsten Tag wieder weiter, wieder weiter, wieder weiter. Ganz schön. Ist ganz schön. Ist noch in Frankreich, ist super. Super schön überall, kleine Sauce, die Leute, super. Ja, ich parle français, un petit peu kurz. Merci, au revoir, bonjour. Und nachher, kein Problem, in Deutschland, wir reden Deutsch. Komplett. Von Diesel ist Gasole. Diesel ist Gasole. In Französisch. Und komplett ist voll. S'il vous plaît, bitte. So, machen Spaß. War fantastisch. Und nicht vergessen, ich mache ein Video nächste Woche auch. Und ich love Campica Ford. Ich weiß, die Leute lieben mich. Ich liebe die Leute. Und trotzdem ein großer Name für jeden und bis nicht zu weit. Okay, amigos, tschüssi. Ciao. Thank you.
Freunde, wieder einmal am Airport, so einmal schnell geschaut. Das ist ja immer das Problem, man darf hier nirgends anhalten. Aber es geht voran. Hier oben ist ein Stock drauf gekommen, ein Stockwerk. Wir fahren mal eben kurz durch. Ich halte die Kamera wieder in der Hand. So, das ist neu da hinten. Das habe ich letztes Mal noch nicht gesehen. Mal eben gucken, was sich hier getan hat. Ein bisschen aufpassen, da hinten kreist die Polizei. So, mal eben runterhalten die Kamera. Gleich geht's weiter. So, Polizei vorbei. Ja, hier hat sich eigentlich nichts getan, außer ja, das Gebäude sehen wir gleich auf der Rückfahrt. Wir fahren wieder bis zum Ende durch, durch den Kreisel. Einmal kurz gucken, was sich Neues getan hat. So, sieh zu, junger Mann. Sehr schön. Ja, das ist alles. Hier hat sich nichts geändert. Alte Falte. Ja, hier ist alles beim Rad. Da oben ist was offen. Da werden wahrscheinlich Geräte reingesetzt. Klimageräte oder sowas. Ja, gleich mal gucken. So. Roundabout und wieder zurück. Das jetzt mal hier, weil ich will da nicht jetzt riskieren, eine Multa zu kriegen. Multa, Spanisch für Strafe. Ja, im Grunde genommen habt ihr jetzt alles gesehen. Da hinten, also hinter diesem gelb eingenetzten Gebäude, ist ein komplett neues, langes Gebäude gebaut worden. Das haben wir eben teilweise gesehen. Und ja, bin gespannt, wenn ich das nächste Mal hier bin, was sich dann getan hat. Und weiter geht's mit den Bildern der Woche.
So, meine Lieben, da sind wir wieder. Ja, das waren die Bilder der Woche. Nicht sehr viele. Ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir wollen eben auf Wiedersehen sagen. Und der Flötenschlumpf fängt an. Der Flötenschlumpf sagt auf Wiedersehen. Und Grüße gehen raus an alle, die mich kennen, die mich hier auch mal besucht haben früher. Und alle, die We Love Camping K4 heißt die Gruppe. Ja, genau. Nach wie vor. Kennen. Nach wie vor, ja.
Ich gebe das Mikro einfach mal diagonal rüber, dann wechseln wir nämlich einmal. Ja, Kamera, genau. Ja, ihr beide tauscht jetzt mal. Ich habe noch nicht Kamerakind gespielt heute. Dankeschön, Flo, auf jeden Fall, dass du die Zeit hattest, herzukommen. Vielen, vielen Dank. So, Jan, auf Wiedersehen. Okay. Nee. Also. Du sollst auf Wiedersehen sagen. Ich sage mal auf Wiedersehen an alle, ja, an die Community. Natürlich an meine Frau und der Papagei. Und, deine Frau ist ich denke mal darüber nach, um zurückzukommen. Deine Frau ist ein Papagei? Was? Und Papagei. Ach, und Papagei. Okay, alles klar. Ja. Du denkst darüber nach, zurückzugehen. Und natürlich der Axel und Gisela. Natürlich. Hoffentlich geht die gut. Gisela hat es jetzt selber geschrieben. Ihr geht es sehr gut. Also schöne Grüße an der Stelle. Okay. Gut. Das war's. Herr Reviersteiger, Sie sind am dransten. Jo. Da Bibi ja nicht da ist, muss ich ja versuchen, alle, die mir so einfallen. Nee, ich sollte aber auf alle Fälle sagen, Lydia, ich liebe dich. Solltest du sagen. Herr Arning. Nicht ich. Nicht eifersüchtig werden. Ich weiß, wer gemeint ist. Gruß nach Spenge. Hey, Gruß nach Spenge. Gruß nach Mörs. Gruß nach anderer Rheinseite. Marcel, schade, haben wir uns nicht gesehen, aber du weißt ja, wo wir sind. Ja, alle, die uns kennen und wie gesagt, wir freuen uns immer wieder neue Leute kennenzulernen und die alten Freunde wiederzusehen. Und deswegen Gruß an alle, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. So sieht's aus. Meine Lieben, dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei wart, dass ihr die Zeit hattet, zum dicken Onkel aufs Dach zu kommen. Gerne. Oder zu den beiden dicken Onkels aufs Dach zu kommen. Ja, ich habe auch gut zugenommen. Ne? Ich wollte es jetzt so nicht sagen. Wir sind hübsch. Ja, natürlich, das ist das Wichtigste. Eine Sache liegt mir am Herzen, ein ganz dickes Dankeschön an Christina und hiermit Gruß nach Brake. Christina weiß schon warum, ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, meine Lieben, das war's. Danke euch auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche, wenn nichts dazwischen kommt. Am nächsten Donnerstag gibt es wieder einen Dachtag und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin grüßen wir nach Holland. Greetje to Holland. Nee, wie war das? Guten Holland. Ja. Guten Holland. Wir grüßen in die Schweiz, nach Österreich, nach Deutschland natürlich. Wir grüßen nach Cadiz, Hilsen till Dänemark. Wir grüßen ins Outback, wo auch Florian Verwandtschaft hat und Freunde. Und wir grüßen nach Amerika, wo ich auch Verwandtschaft und Freunde habe. Butte, Montana. Was ist da? Meine Familie. Ah, du, die ist in Butte, Montana. Dann grüßen wir natürlich auch nach Butte, Montana. Ich hoffe, dass Sie das auch gucken. Meine gucken das. Richtig? Richtig. Meine Lieben, das war's. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis dann. Macht's gut. Winke, winke. Ciao. Flo ist ganz vertieft in die Kamera. Sehr gut. Technik-Freak. Ciao.